Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper mit dem dazugehörigen DLC Gartenflipper. Oh, vier Mails. Vorbereitung auf das Eintreffen des neuen Familienmitglieds. Bitte? Meine wunderschöne Frau ist endlich schwanger. Ein Bettchen zu kaufen, eine Wickelkommode, bla 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 bla. Amarantrote Wände. Oh, hier müssen wir streichen. Oh, jetzt hat... Oh, scheiße, ich bin auf Akzeptieren gegangen. Ja gut, dann machen wir das. Hier müssen wir nichts machen. Hier auch nicht. Montiere die Geräte. Was für ein Gerät? Ich muss mal ganz kurz. Das Kabel meiner Maus fängt sich hier immer fest. So, ich hoffe, ja. Was für Geräte sollen hier montiert werden? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Oh, alles klar, ich sehe es. Machen wir natürlich ganz schnell hier. Schraube ab, Schraube ab. So, das neue Zeug rein. Braun ist dort oben, dann ist das Mitte und das... Ne, das ist Mitte und das ist dann unten. So, natürlich festschrauben, dass sich die Kabel nicht lösen und es zu keinem kurzen kommt. So. Truft damit und festschrauben. Sehr schön, das haben wir erledigt. Ist hier hinten was zu machen? Nein, also bloß hier drinnen. Streiche mit den Farben Amarantfarbenes Abenteuer und Grau. Montiere die Geräte. Das machen wir als erstes. Das weiß ich nämlich schon, wo das ist. Ist ja nichts Neues mehr. Die Aufgabe kenne ich ja auch schon. Aber ich kann immer wieder neu streichen die Wände. So, meine Güte. Einmal die Schrauben festziehen, die Kappe drauf, Schraube fest, fertig. Schrank kommt wieder dahinter. Los. Na, ja, sag mal, ihr willst mich jetzt hier ganz verarschen oder was? Jetzt gehst du... Willst du mich jetzt verarschen? Warum gehst du nicht mehr dahin da? Komm! Ey! Sag mal! Jetzt! Och, wird doch mal Zeit. Wir brauchen Farbe. Nein. Wände. Einmal grau und einmal so ein Amarant. Ja. Hier haben wir das. Schön auf dem Teppich lagern. Normalerweise müsste man jetzt hier alles rausräumen. Und abkleben und so. No, das machen wir hier einfach mal nicht.
So, Pinsel da. Nicht vergessen, außen, Wand am Fenster natürlich auch. So. Soll ja alles schön aussehen hier. Aber ich muss sagen, Grafik und Geräuschkulisse sind echt nice. Auch wenn es jetzt durch mein Aufnahmeprogramm komischerweise laggen tut. Aber gut, daran kann ich jetzt nichts ändern. Es bleibt so. Diese Wand noch. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir machen auf jeden Fall diese Wand noch. Diese Wand noch. Warum? Jetzt. Ja, es wird schon schnieke aussehen, wenn ich hier fertig bin. So, jetzt kommt Grau dran. Eigentlich hätte man das Stück hier auch noch rosa machen können. Naja. Aber so schließt das besser ab. Die Musik ist auch sehr entspannend. Da, ja, da hatte ich jetzt schon. Hier oben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so eure Zimmer streichen würdet, wie ihr sie gestrichen habt, wenn ihr noch bei euren Eltern wohnt, ob ihr Mitspracherecht hattet, wie euer Zimmer auszusehen hat oder nicht. Ihr müsst es nicht in die Kommentare schreiben, das ist komplett freiwillig. Ich kann von mir sagen, ich habe hier überall weiße Wände, habe ein paar Bilder an der Wand hängen. Ich mag das halt eigentlich so schlicht und ergreifend. Retro, also schwarz-weiß. Hab weiße Wände, schwarze Möbel und meine paar bunten Bildchen hier, meine Puzzlebilder von Star Wars an der Wand hängen. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, bei mir ist es schlicht und einfach Retro-Style und was. Ah, es hat gespeichert. Ja. Viele kennen ja meine Wohnung schon aus den. Oh, falsch gemacht. Aus den Vlogs. Hallo?
Okay, das geht da nicht. Warum auch immer. Nö. Wir müssen noch mal ganz kurz mit dem da pinseln. So. Aber wir haben noch einen Skillpunkt bekommen. Zwei Wände auf einmal streichen. Drei Wände auf einmal streichen, natürlich. Haha, es geht gleich mal viel einfacher. Auch wenn ich gerade extremen Farbverschleiß habe. So, wir haben aber alles erfüllt. Die Farbe lassen wir dem hier. Ich kann die leider nicht verkaufen. Ja, wir beenden die Mission. Streichen. Wir haben 1029 Euro verdient und hatten Ausgaben von 200. Also haben wir gut 800 Euro plus gemacht. Also, was will man mehr? So, können wir jetzt was verkaufen? Nein, wir könnten hier aber streichen. Oder uns erst mal eine Badheizung zulegen, würde ich sagen. Hier, Handwerk. Das da verbessern. Heizkörper fürs Bad. Den gönnen wir uns jetzt. Oh Gott. Ich glaube, der Eik wird krank. Sollte weniger Farbe schnüffeln. Aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir. Es macht mir richtig Spaß. Es kostet, glaube ich, auch bloß 10, 15 Euro bei Steam. Das DLC kostet 12 Euro noch was. Also. Ja. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. So, Putzaktion in der Garage. Das kenne ich auch. Das ist ein schöner Schweinestall. Damit fangen wir jetzt noch an. So, und ihr seht, wir haben jetzt einen Besen. Wir haben die Skillpunkte verteilt und haben jetzt einen Besen gekriegt. Das nächste müsste, glaube ich, ein Wischmob sein. Ich kann mich aber auch täuschen jetzt. Ja, auf jeden Fall liegt hier sehr viel Crap rum. Ich frage mich, warum man so viel Müll in der Garage sammelt. Ist einfach nur eklig. Ich liebe dieses Aufnahmeprogramm. Es führt bei den Aufnahmen jedes Mal zu Lecks. So, Tisch. Sauber. Sauber. Boden. Haben wir da oben noch Dreck? Nö. Ich wollte schon immer putzen. Ach ja. So, Fenster reinigen machen wir natürlich auch noch. Können wir ihn niemandem zumuten. Wir sind fertig und haben 437 Euro verdient. Was wollen wir mehr?
Es steigt unser Einkommen und unser Angespartes. 27.000 haben wir. Wir können immer noch nichts verkaufen. So. Ach man, ich würde hier gern ein bisschen was umdekorieren. Das geht aber noch nicht, solange ich nichts verkaufen kann. Ja, die nächsten Aufgaben finden wir aber dann in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.